und herzlich willkommen bei Frau Jannik Probitz aus Probier's auch. Und heute probiere ich ein super leckeres Mittagessen oder auch Abendessen. Und zwar gibt es heute Elbler Makrone. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist ein typisches Gericht hier in der Schweiz. Es ist super lecker. Und ich mache das heute auf meine Art. Und zwar wird es vegan sein und ein bisschen gesünder gestaltet. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Elbler Makrone, das ist ein typisches Gericht hier in der Schweiz, das kannte ich vorher auch nicht. Erst im Studium zur Hauswirtschaftslehrerin habe ich das dann kennengelernt und lieben gelernt und ganz oft zu Hause auch zubereitet. Natürlich auch im Kochunterricht mit den Schülern, weil die das immer sehr, sehr gerne hatten. Auch später dann, wo ich mitgegangen bin in die Lager, also Schullandheim, haben wir das gekocht, weil es super praktisch ist. Man kann große Mengen vorbereiten und es hat wirklich fast jeder gerne. Und was das Ganze ist, das werdet ihr gleich rausfinden. Auf jeden Fall, wer das noch nicht gesehen hat, denkt vielleicht ein bisschen, okay, bisschen komisch, aber ich versichere euch, richtig lecker und meine Variante auch noch ein bisschen gesünder. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch doch einfach mal die Zutaten. Für die Elbler Makronen braucht ihr folgende Zutaten. Zuallererst geht es an die Kartoffeln. Ich habe jetzt hier Frühkartoffeln gewählt. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Kartoffeln wählen. Wichtig ist, dass diese festkochend sind. Dann habe ich die Teigwaren und zwar habe ich jetzt hier Hörnli und nicht Makronen, denn ich habe mich hier für die Dinkelvariante entschieden, Dinkelvollkorn, und deshalb gibt es noch keine Makronen in dieser Form. Was ihr noch nehmen könntet, wäre zum Beispiel Penne, dann kommt ihr auch ein bisschen ähnlich dieser Form, aber ich fand die jetzt schöner, ein bisschen feiner und deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden. Und als allererstes geht es natürlich ans Kartoffeln schälen. Nachdem ihr die Kartoffeln dann geschält habt, dann müsst ihr die in Würfel schneiden. Am schönsten sieht es natürlich aus, wenn sie einigermaßen gleichmäßig sind, und schaut darauf, dass sie nicht zu klein sind und auch nicht zu groß, damit es passt mit der Kochzeit von den Teigwaren, die ihr gewählt habt. Die geschnittenen Kartoffeln, die gebe ich jetzt als allererstes in meinen Topf und lasse die dann schon mal leicht köcheln. Und später gebe ich dann die Teigwaren dazu. Ich habe jetzt geschaut bei meinen, wie viele Minuten die brauchen zum Kochen. Und dann kann ich das ein bisschen abschätzen und schauen, damit eben beides gleichzeitig weich wird. So, ich habe jetzt hier schon mal Wasser im Wasserkocher vorgekocht. Dann geht das Ganze nämlich schneller, weil ich zu Hause keinen Induktionsherd habe. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz hinzu. Und so wird das Ganze jetzt gekocht und dann gebe ich noch die Teigwaren hinzu. Während die Kartoffeln jetzt kochen, kann ich jetzt schon mal weitermachen. Und zwar werde ich die Soße zubereiten. Normalerweise würde man jetzt Sahne verwenden, aber ich mache hier eine vegane Variante und deshalb mache ich die Soße selbst. Und zwar sind meine Zutaten dazu folgende. Als allererstes brauchen wir Cashews, das wird also die Basis sein für unsere vegane Sahne sozusagen. Und diese habe ich davor über Nacht im Kühlschrank eingeweicht, also einfach im Wasser einweichen, und dann habe ich es einfach in den Kühlschrank gestellt und so wird das Ganze dann schön weich. Wichtig dabei ist, dass ihr das Einweichwasser dann abschüttet, nochmal schön ausspült und dann habt ihr die Cashews parat. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser, da schauen wir dann, wie die Konsistenz dieser Soße wird, ob wir ein bisschen weniger davon brauchen oder mehr. Dann für die Würze gebe ich meine selbstgemachte Brühe hinzu und dazu habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch dann mal da oben und nachher auch in der Infobox. Das ist nämlich richtig lecker und ist total einfach gemacht. Dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer dazu, ein bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Zwiebelpulver und als Geheimzutat sozusagen, was in einer veganen Küche eigentlich gar nicht mehr fehlen darf, sind Hefeflocken. Und zwar sorgen die nochmal auch für einen würzigen Geschmack. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel von der Brühe reingeben. Und sie sorgen für einen käsigen Geschmack. Sie dicken das Ganze dann auch nochmal ein bisschen an, habe ich das Gefühl, wenn ich das verwende. Und es gibt eben diesen typisch käsigen Geschmack. Und ich finde, das passt dann super gut zu dieser Cashew-Soße und passt dann auch total lecker zu den Elbler Makronen. Und die Soße ist jetzt super einfach gemacht. Wir geben alle Zutaten in unseren Mixbehälter, mixen das Ganze für ein paar Minuten gut durch, bis es schön cremig ist. Dann schauen wir natürlich noch mit der Konsistenz, brauchen wir ein bisschen mehr Wasser oder weniger, und dann ist das Ganze auch schon fertig. So,
So, nach ein paar Minuten ist das Ganze dann auch schon fertig gemixt, also eher nach ein paar Sekunden. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich abschmecken und schauen, was noch fehlt und dann noch die restlichen Gewürze zufügen. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgewürzt, noch mal ein bisschen Hefeflocken dazugegeben und noch mal ein bisschen von meiner Gemüsebrühe. Ja, jetzt ist es perfekt. Jetzt schmeckt es richtig lecker, richtig schön würzig. Also da immer ein bisschen nachschmecken. Der Chefkoch natürlich im Restaurant gibt natürlich seine Sachen auch nicht raus, ohne davor zu testen. Also immer abschmecken. So, meine Kartoffeln und die Teigwaren sind jetzt auch gar gekocht. Ich habe sie ein bisschen al dente gekocht, nicht zu weich, nicht zu matschig. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Und zwar ist ja die Soße jetzt hier kalt. Die gebe ich jetzt in den Topf, erwärme das Ganze auf dem Herd. Dann kommen die Nudeln nochmal dazu, beziehungsweise auch noch die Kartoffeln. Alles zusammen in den Topf, wird nochmal schön umgerührt, miteinander verrührt, schön aufgewärmt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und so ist das Ganze jetzt fertig. Ihr habt gesehen, während dem Kochen wird die Soße noch dick, also gut am Boden rühren, damit es euch nicht anbrennt und auf mittlerer Stufe nicht zu hoch. Dann mischt ihr das Ganze schön durch, schön vorsichtig und es ist richtig schön cremig und richtig genial lecker. Jetzt wird das Ganze angerichtet, dafür gebe ich das in meinen Teller. Und was bei den Elbler Makronen noch dazu serviert wird, ist Apfelmus. Aber ich mache ja die gesündere Variante und ich nehme nicht Apfelmus, sondern ich nehme Apfelmark. Der Unterschied dazu ist, dass beim Apfelmark einfach nur Äpfel drin sind und beim Apfelmus ist immer noch Zucker enthalten. Könnt ihr mal hinten auf dem Etikett dann schauen, dann seht ihr das ganz genau. Und das schmeckt genauso lecker und genauso gut und ist viel gesünder, weil eben kein zugesetzter Zucker drin ist, sondern nur der Zucker der Äpfel. Ja, und wer das Ganze nicht so gerne hat, kann das natürlich auch weglassen. Ist ein bisschen speziell, aber es schmeckt richtig lecker. Müsst ihr also mal ausprobieren. Wer möchte, kann natürlich dann auch noch ein paar Zwiebeln anrösten, das auch noch oben drauf geben oder vielleicht noch ein bisschen oben drüber veganen Käse, je nachdem, was ihr da natürlich gerne habt. Und da könnt ihr verschiedene Sachen ausprobieren. Ich schreibe euch das Ganze dann noch auf meinem Blog auf. Und so ist euer Mittagessen jetzt fertig. Ich finde es einfach richtig lecker und total praktisch und total einfach gemacht. Und man kann auch wirklich super gut große Mengen vorbereiten und dann die ganze Familie satt bekommen. Ich probiere das Ganze jetzt mal. Mmh. Richtig lecker. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Die Soße ist richtig schön cremig, es ist schön würzig, Kartoffeln schmecken voll gut. Die Dinkel-Teigwaren, ich denke, das wird auch den Kindern gut schmecken, weil man schmeckt es eigentlich gar nicht wirklich raus. Dann das Süße durch diesen Apfelmark, also ich liebe dieses Gericht. Jetzt würden mir wirklich noch ein paar Zwiebeln fehlen, die würde ich jetzt auch noch richtig gut finden, die anzubraten. Aber das ist natürlich optional, kostet natürlich auch wieder ein bisschen Zeit. Da könnt ihr ein bisschen selber halt ausprobieren und herum experimentieren, was euch da gut schmeckt. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr das Ganze ausprobiert und wenn ihr mir natürlich auch ein Foto schickt davon. Und am besten geht es über Instagram und da, wenn ihr den Hashtag Frau Janik benutzt, dann kann ich nämlich die Fotos sehen und ich freue mich jedes Mal riesig. Auch wenn ihr mir Kommentare hinterlässt auf YouTube oder auf meinem Blog. Dort findet ihr übrigens wie immer meine ganzen Mengenangaben zu dem Rezept. Und ja, ich freue mich wirklich, wenn ihr das ausprobiert. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke andrücken, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Frau Janik.